Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, heute wäre eigentlich euer Konfirmationssonntag. Das rote Kniekissen liegt bereit für euch, aber ihr könnt nicht kommen. Das ist traurig. Trotzdem lassen wir den Kopf nicht hängen. Wir senden euch einen Gruß aus der Kirche. Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, fast 2 Jahre habt ihr euch vorbereitet. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht und nun muss wegen Corona alles verschoben werden. Wir hoffen, dass die meisten von euch nicht zu viel wachsen bis zum 6. September, denn dann soll ja die Konfirmation nachgeholt werden. Von Rechts wegen müsstet ihr jetzt schon hier bei uns sein, um die Fotos zu machen. Und um 10 Uhr würde der Gottesdienst beginnen. Und hier würden in einem Halbrund 30 Stühle um den Altar herumstehen, auf denen ihr säßet. Nun ist es nicht so. Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, hat euch vorbereitet darauf, als erwachsene Christen das Leben unserer Gemeinde mitzugestalten. Und das könnt ihr auch jetzt schon. Ihr tut es ja auch. Ihr nehmt an allem teil, was uns in diesen Tagen wichtig ist. Abends um 7 zündet ihr Kerzen an. Ihr kommt in die Kirche dann, wenn sie geöffnet ist. Und ihr drückt so aus, dass euch daran liegt, die Verbundenheit mit den anderen Christen zu halten. Hier das schöne rote Samtkissen, auf dem ihr nun also nicht heute, sondern erst im September knien werdet. Wir freuen uns jetzt schon auf diesen Tag. Ein Lied habt ihr euch besonders gewünscht, das spielt Uta nun an der Orgel. Ich tue jetzt so, als wäre ich einer von euch und nehme Platz an einem der Stühle, die wir hier
zur Dekoration hergestellt haben. An diesem Sonntag würdet ihr vor der versammelten Gemeinde den christlichen Glauben bekennen. Ich lade euch dazu ein, mindestens in Gedanken, vielleicht ja aber auch laut, das Glaubensbekenntnis gemeinsam mit mir zu beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.